Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Donnerstagabend, hier ist Auf ein Bier mit. Ich grüße Sie, schön, dass Sie mit dabei sind. Gilt auch für Sie, herzlich willkommen hier im Landgasthof Hirsch in Finningen. Ich kann nicht singen, aber wenn ich es machen würde und jetzt einmal kurz so I'm sitting here in a boring room, dann wüssten Sie, wer heute Abend zu Gast ist. Ich freue mich sehr, Peter Freudenthaler ist heute Abend mein Gast. Sie kennen ihn natürlich von Fool's Garden, herzlich willkommen. Hallo, Dankeschön. Der Mann, der diesen Song nicht nur geschrieben hat, sondern auch, ich glaube, seit fast 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren mittlerweile singt. Es ist schön, dass du heute Abend hier bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Lass uns einmal anstoßen. Cheers. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf diese Sendung gilt auch für Sie, ne? Zum Wohl. Zum Wohl. Auch für Sie natürlich, wenn Sie was haben. Wir haben uns gerade eben erst vor ein paar Wochen gesehen, beim Regio-TV-Jahresrückblick. Da habe ich die Geschichte schon erzählt, dass ich eine besondere Verbindung zu euch habe, weil ich früher zu meiner Schulzeit, 95 war das, ein Referat über Fool's Garden geschrieben habe und damit meine Musiknote nochmal so von der 5 irgendwie weiter nach vorne geschoben habe. Also ich glaube, ich habe euch so ein bisschen zu verdanken, dass ich damals die Klasse nicht wiederholen musste. Insofern, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, echt. Es gibt eine besondere Verbindung. Ich möchte natürlich mit dir auch über Lemon Tree sprechen. Nicht nur, aber auch. Und frag mich, wie ist es für dich und für euch, dass ihr, naja, seit eben 20 Jahren regelmäßig vor allem auf dieses Lied angesprochen werdet. Ihr habt so viel anderes auch gemacht. Ja, wir machen nach wie vor viel anderes. Ich komme jetzt direkt aus dem Studio. Wir sind gerade dabei, ein neues Album zu produzieren, das im Laufe des Jahres noch erscheinen wird. Und ich werde sehr, sehr häufig gefragt, ist es mehr Segen oder Fluch, wenn man so einen Song hat? Mhm. Und ich beantworte das ganz, ganz eindeutig mit, es ist ein ganz großes Glück, dass wir sowas geschrieben haben. Wir haben echt ein Lied gemacht, was man auf der ganzen Welt kennt, was uns nach wie vor überall die Türen öffnet, und wir wären bescheuert, wir würden sagen, ach scheiße, wir würden immer auf dieses eine Lied reduzieren. Ich sage immer besser ein, wir werden oft so in diese One-Hit-Wonder-Ecke gestellt, und ich sage dann immer besser ein One-Hit-Wonder als ein Never-Hit-Wonder. Uns ermöglicht dieser, nicht zuletzt dieser Song seit 20 Jahren, dass wir davon leben. Ich habe 3 Kinder, habe meine ganze Familie davon ernährt, und ja, ich glaube, das kann jeder, der Musik macht und davon träumt, irgendwann mal so ein Ding zu landen. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. An der Stelle sprechen wir gleich weiter. Vorher bitte ich dich, 20 Sekunden in diese Kamera zu schauen. So, einfach so. Was dir einfällt, darfst du damit machen. Ich lächle jetzt mal ganz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Hans Uge. Ich bin 23 Jahre alt, ich suche auf diesem Weg eine flotte 30-Jährige, die Lust hat, mit mir ein Lebensabend zu verbringen. Rufen Sie mich an, ja. Die Nummer müsste eingeblendet werden. Vielleicht könnten wir diesmal keine Musik drunter und es einfach so stehen lassen. Sind die 20 Sekunden noch nicht rum? Ich frag mich auch. Mir geht vor. Peter Freudenthaler, heute Abend mein Gast auf ein Bier mit. Du hast gerade eben gesagt, ihr wärt blöd, ihr würdet es nicht als Segen bezeichnen, diesen großen Hit damals gehabt zu haben. Ich glaube, in 45 Sprachen ist der übersetzt worden, wirklich auf der ganzen Welt gespielt worden. Aber es gibt ja Bands, die sich mittlerweile weigern, ihren großen Hit zu spielen in ihren Konzerten, weil sie sagen, hey, wir haben so viel anderes, jetzt ist mal gut. An dem Punkt wart ihr nie? Darf jeder machen, was er will. Ich finde es eigentlich, ja, ich finde es blöd, wenn man sich von so einem Ding distanziert. Wie ist es mit dir ganz persönlich? Hat dich der Song nie genervt? Hast du nie gesagt, boah, ich habe den so oft gespielt, ich habe den so oft gehört. Jetzt ist mal gut. Ganz ehrlich, mich haben mehr die Fragen genervt. Nee, tatsächlich, egal, ich bleib dabei. Egal, wo wir das spielen, freuen sich die Leute, wenn ich von der Bühne runtergucke und sehe, dass es alle mitsingen können. Ja. Auch heute die damals noch gar nicht auf der Welt waren. Das ist ein unfassbar schönes Gefühl. Und dann singe ich es auch tatsächlich gern. Ich singe es. Ich höre es mir nicht selbst an zu Hause, wenn ich irgendwie im Wohnzimmer sitze oder so, da höre ich andere Musik. Aber ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich es tatsächlich vor mich her singe, weil es mir einfach wieder im Kopf drin steckt. Und wenn ich es nicht tue, dann macht es mein Sohn inzwischen, der nach Hause kommt von der Schule und sagt, Papa, jetzt nehmen wir es im Musikunterricht durch. Also solche Geschichten gibt es da rundherum. Und wenn er ein Referat für seine Musikunterrichtsnummer braucht, ich hätte da noch eins. Ich gebe deine Nummer durch, ja. Ich habe vor vielen Jahren war ich auf dem Konzert von Eric Burdon
Und der hat The House of the Rising Sun gespielt, aber in einer Version, wo man den Song gar nicht mehr erkennen konnte. Und das fand ich unglaublich schade, weil die ganzen Leute irgendwie wie konsterniert dastanden und dachten, oh Mensch, warum spielt er nicht die Originalversion? Und ich finde, ein Stück weit ist man das seinem Publikum dann auch einfach schuldig, dass man das tut. Natürlich würden wir uns freuen, wir hätten nochmal 2, 3 solche Songs im Gepäck, die genauso erfolgreich geworden sind. Aber oftmals kommen die Leute nach dem Konzert zu uns her und sagen, hey, dass das Lied von euch ist, wussten wir gar nicht. Also wir können uns nicht beklagen, dass andere Songs nicht auch gespielt wurden im Radio oder dass die Leute die nicht kennen. Der beste Song, den ihr je geschrieben habt? Lemon Tree? Haben wir heute Nachmittag gemacht. Na, also Lemon Tree war demnach nicht der beste, den du geschrieben hast, deiner Meinung nach. Ach, ich finde, es ist so schwierig zu klassifizieren, was war der beste, was war... Es gibt Songs, die bedeuten mir persönlich sehr, 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 sehr viel. Ich habe irgendwann nach dem Tod von meinem Vater ein Lied für ihn geschrieben. Das ist ein Lied, das mich sehr bewegt, auch wenn wir es spielen. Für meine 2 Töchter, mein Sohn wartet nach wie vor auf seinen eigenen Song. Aber das kann man natürlich auch nicht einfach so aus der Schublade ziehen und da ist es jetzt. Da brauche ich einfach die Muse dazu. Der Beste, ich finde, jeder Song von uns ist irgendwie gut, sonst würde ich ihn nicht machen. Warum wurde der, versuchen wir das mal vielleicht fast schon wissenschaftlich aufzuarbeiten, warum wurde dieser Song so ein großer Hit? Ich persönlich, wenn du mich fragen würdest, machst du nicht, ich sag's trotzdem. Ich finde, ihr habt beispielsweise Wild Things. Wild Days. Das ist eine geile Nummer. Ja, es gibt eine ganze Menge Songs, wo ich denke, die hätten auch zu Hits mutieren können. Aber da spielen ja so viele Faktoren mit eine Rolle. Ich glaube, A, hat der Song tatsächlich diesen unglaublich hohen Wiedererkennungswert. Da hat er so ein paar Elemente drin, wie dieses Glasklirren, diese Mittelstelle mit da 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 di da da di da da, die so ein bisschen so Babysprache ist oder so ganz, ganz kindlich daherkommt. Dann ist der Song sehr verspielt. Wir haben da so Beatles-mäßig einfach alle möglichen Register gezogen, mit den Pizzicato-Strings, mit der Tuba drin, mit der Text ist relativ einfach verständlich, ist eigentlich so ein Schulenglisch, wenn man so will. Jeder versteht's gleich und dann ist der Song auch unglaublich schnell fertig, nach 3 Minuten. Und ich glaube, das war so die Basis dafür, dass der Song so erfolgreich wurde. Natürlich die Melodie, dass die halt sehr eingängig ist. Dann kommen wir dazu, dass wir als Band total grün hinter den Ohren waren. Und ich glaube, das hat das Publikum damals auch gemerkt, dass da so 5 Jungs vom Rande des Nordschwarzwalds plötzlich in die Höhen der Popwelt geschossen werden und gar nicht so richtig wissen, wo ihnen der Kopf steht. Ganz ehrlich, lief der Song vielleicht 3 Monate im Radio, da rief bei mir zu Hause jemand von der Bild-Zeitung an. Und ich war so ein ganz entschiedener Bild-Zeitungsgegner zu der damaligen Zeit noch. Und war total nervös, weil ich dachte, oh Gott, die rufen jetzt bei mir an, die schreiben jetzt sicher irgendeinen Scheiß über mich und habe da richtig gehend Angst gehabt vor diesem Telefonat. Inzwischen ist der Typ, der mich interviewt hat, ein ganz guter Bekannter von mir. Wir haben nach wie vor Kontakt und es war dann gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Aber will nur damit sagen, wir sind komplett unerfahren gewesen mit all dem und ich glaube, dieser Boris Becker-Effekt, der das begleitet hat, den haben die Menschen draußen auch gemerkt und haben irgendwie so ein bisschen mitgefiebert. Das sind die Jungs vom Dorf, den sieht man richtig an, dass die gar nicht so richtig wissen, was ihnen geschieht. Ich würde es trotzdem noch gerne ein bisschen verstehen wollen, auch wenn es vielleicht schwierig ist, das tatsächlich begreiflich zu machen, aber du hast selber gerade gesagt, Jungs aus dem Nordschwarzwald, ihr kommt so aus der Ecke Pforzheim, bisschen aus Walderstadt, also auch aus meiner Heimatstadt, was dann schon wieder im Landkreis Böblingen liegt. Ihr hattet damals noch keine große Banderfahrung. Ich glaube, ihr hattet damals auch keine Bands, die euch irgendwie groß gehypt haben. Wie habt ihr es da? Also heute würde man sagen YouTube und irgendwie 5 Millionen Klicks und plötzlich ist es der große Hit. Wie lief das damals? Habt ihr die Nummer, habt ihr die auf Kassette irgendwie dem Radiosender geschickt oder was ist passiert? Ich gehe mal ein Stückchen weiter zurück. Ich saß Sonntagnachmittags in meinem Zimmer, habe auf meine Freundin gewartet, die heute die Mutter meiner 3 Kinder ist. Wir sind seit 25 Jahren zusammen und habe noch ein bisschen, sie hat sich verspätet und ich habe noch so ein bisschen rumgeklimpert und auf einmal kam diese Idee. Als sie kam, war der Song im Prinzip zum Großteil schon fixiert. Dann habe ich sie vorgespielt und sagte sie gleich zu mir, boah, das ist ein Hit. Und ich habe dann auch gedacht, naja, sehr, sehr eingängig, könnte ein Hit sein. Am nächsten Tag bin ich zu Volker ins Studio, habe es dem vorgestellt. Der sagte auch gleich, boah, das ist ein Hit, lass uns da gleich rangehen. Dann haben wir den ganzen Song irgendwie in einer halben Stunde produziert. Und jeder, dem wir es vorgespielt haben, jeder wollte eine Kassette davon haben. Und dann haben wir schon irgendwie gespürt, wir hatten bis dato schon 4 Jahre lang zusammen Musik gemacht.
und hier und da in irgendwelchen Dorfhallen gespielt oder auf Schulfesten und so, aber relativ wenig als unbekannte Band mit eigenen Songs. Ist es sehr, sehr schwer, Konzerte zu bekommen. Naja, und dann haben wir mit diesem Hit auf Kassette im Gepäck halt geshoppt bei allen möglichen kleinen Radiostationen, haben immer versucht, irgendwo unterzukommen, aber niemand wollte das spielen. Auch Plattenfirmen meinten so, ihr seid eine deutsche Band, ihr singt auf Englisch, das kommt nicht an, ihr kommt mit eurer Musik so 20 Jahre zu spät, das ist alles so ein bisschen beatlesk, es wären 60er Jahre, hättet das vielleicht eine Chance gehabt. Naja, und dann kam irgendwann ein Konzert in Karlsruhe-Hagsfeld, zu dem Moderator von damals noch SWF 3 kam, der Matthias Matuschik, der jetzt bei Bayern 3 arbeitet. Guter Bekannter von mir mittlerweile, der Matuschke. Der Matuschke, genau. Und mit dem haben wir bis früh morgens um 4 Uhr nach dem Konzert gesoffen. Und dann sagte er, irgendwann, wisst ihr was, ich spiel's jetzt einfach, auch wenn ich es nicht darf. Die haben ja überall so Redaktionskonferenzen und dürfen halt nur die Sachen spielen, die da ausgewählt werden von irgendeinem Redakteur. Und er hat es ein paar Tage später gespielt und rief unmittelbar danach an und sagt, es ist der absolute Wahnsinn, ich habe euren Song gespielt und da wollten 100 Leute wissen, wer das war. Also da haben die Drähte, sind da heiß gelaufen beim Sender. Und das ging dann eine Weile so weiter. Dann kamen die Leute in die Läden, wollten es dort kaufen. Das war aber nicht verfügbar, weil wir hatten eine ganz kleine Plattenfirma, die war nicht in der Lage, das Ding in die Läden zu stellen. Und dann kamen auf einmal die großen Plattenfirmen alle an, die uns bis ein paar Wochen davor noch diese Absagen geschickt haben. Und alle wollten auf einmal mit uns einen Vertrag machen. Und dann hat sich die Intercord besonders glücklich geschickt angestellt. Und die Intercord war eine Plattenfirma in Stuttgart, die es heute leider nicht mehr gibt. Und die haben dann den Zuschlag von uns gekriegt und haben das Thema dann halt wirklich megamäßig umgesetzt. Also dann war auch wirklich von heute auf morgen nichts mehr, wie es mal war. Meine Frau war hochschwanger zur damaligen Zeit. Die waren nicht ganz so begeistert, dass ihr Typ jetzt plötzlich morgens nach Hamburg fliegt. Dabei trägt sie eine gewisse Teilschuld. Ne? Im Prinzip wäre sie nicht zu spät gekommen, ja. das war nicht immer ganz so einfach, verständlicherweise, wenn der Freund dann plötzlich so als Popstar durch die Welt fliegt und sie zu Hause mit dem Kind ist. Da mussten wir uns schon irgendwie reinarbeiten in diese neue Lebensumgebung. Welche Erinnerungen hast du so, oder welche ist die schönste, stärkste Erinnerung, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Oh, da gibt es so viele. Ich kann das nicht, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich kann das nicht wirklich klassifizieren. Das sind so unfassbar viele Erlebnisse gewesen. Aber wenn du das jetzt ansprichst mit, auf einmal habt ihr vor Hunderttausenden gespielt, es waren nicht ganz Hunderttausende, es waren 70.000 im Düsseldorfer Rheinstadion, so im Vorprogramm von PUR damals. Man rundet auf, habe ich gelernt in Mathe. Aber die 100 haben wir irgendwann mal gekriegt. In Asien, In Kaliningrad, in Russland. In Russland, okay. Aber ihr wart auch viel in Asien dann. Wir waren auch viel in Asien, das erste Mal 96. Mhm. Die Intercord, unsere Plattenfirma, hat zuerst mal hier in Europa eine ganz gute Arbeit geleistet und dann irgendwann kam der Anruf, wir müssten nach Südostasien fliegen, dort sei es auch veröffentlicht und wird zum Hit werden momentan. Mhm. Und sind wir im September 96 das erste Mal nach Asien für 5 Wochen, waren wir dann in Taiwan, in Thailand, in Japan, in Indonesien, in wo noch? In Malaysia. Und das war schon echt der absolute Wahnsinn. Wir sind in Taiwan am Flughafen es war wirklich so Beatles-mäßig von einer Horde Menschen empfangen worden, die Zitronen in der Hand hatten und die uns überreicht haben. Und dann saßen wir in irgendwelchen TV-Shows, 4 Stunden lange TV-Shows, in denen wir kein Wort verstanden haben. Und das war schon sehr, sehr skurril, aber eine unglaublich tolle Erfahrung natürlich. Mhm. Seither ist viel passiert, ihr existiert immer noch, Fool's Garden mittlerweile ein bisschen in einer anderen Besetzung. Wenn ihr jetzt heute Songs schreibt, so wie im Moment, wenn ihr ein Album macht, versucht ihr dann, du hast gesagt, der Song damals, also Lemon Tree, der hatte einen einfachen Text, der hatte so ein bisschen sowas Kindliches, was man leicht mitsingen konnte, der hatte dieses Glas als Erinnerungsstück. Versucht ihr heute all das sozusagen so drüber zu legen und zu sagen, haben wir denn sowas wie ein Glas? Haben wir einen Text, den jeder versteht? Um wieder so einen großen Hit zu machen? Oder wie gehst du da jetzt ran an die Sache? Nee, das kannst du nicht machen. Ich glaube, dann scheiterst du. Wir hatten auch bei der Nachfolgesingle von Lemon Tree, da hieß es von verschiedenen Seiten, ihr müsst jetzt gucken, dass ihr nochmal sowas macht in der Art. Mhm. Und das wollten wir damals aber nicht. Also ich fand es auch immer schade, wenn dann irgendwie ein zweiter Song veröffentlicht wird, der klingt im Prinzip genauso wie der erste. Der läuft dann vielleicht
der läuft dann wirtschaftlich vielleicht noch mal genauso gut, aber ich glaube nicht, dass es befriedigend ist, sowas. Oder ich finde das nicht befriedigend. Nee, die große Kunst besteht im Nichtwollen. Und speziell bei Lemon Tree war das einfach so ein Moment, da hat uns noch niemand gekannt, da haben wir einfach gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht. Es waren von vorne bis hinten nichts Kalkuliertes. Es war von vorne bis hinten einfach, das kam so. Mhm. Und so haben wir es rausgelassen. Das ist auch so ein bisschen die Philosophie von Fool's Garden, von dem Narrengarten, in dem passieren darf, was will. Und viele Leute sind oftmals überrascht, wie vielschichtig diese Musik von Fool's Garden ist. Also wenn jetzt jemand nur Lemon Tree kennt und hört sich die anderen Sachen an, dann ist er ja teilweise vielleicht enttäuscht, dass die anderen Sachen nicht auch alle so klingen wie Lemon Tree, aber vielleicht auch überrascht, dass es da ganz, 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 ganz andere Komponenten noch gibt in der Musik. Also das heißt, wie gehst du konkret ran, wenn du jetzt einen neuen Song schreibst? Du sagst zu deiner Freundin, Frau, geh mal wieder ein bisschen spazieren und komm später, verzöger das? Oder wie läuft das? Wie schreibt Peter Freudenthaler zusammen mit Volker Hinkel, ihr schreibt ja zusammen. Ja. Wie macht ihr das? Wir sitzen da und fangen den Moment ein. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich sitze im Auto und fahre und auf einmal habe ich eine Idee. Oder wir gehen ins Studio und jammen ein bisschen und spielen einfach so eine halbe Stunde Glimmern, warum. Und dann hat irgendeiner plötzlich so eine Linie, oh, lass uns da ein bisschen weiter dran arbeiten. Mhm. Und dann entwickelt sich das so. Es gibt kein Konzept irgendwie bei uns fürs Songschreiben. Ich habe schon manchmal auch solche Situationen gehabt, dass ich zum Beispiel ich war in Amerika 2003 und bin von Miami nach Orlando gefahren auf dem Turnpike und da stand so ein Schild, 85 miles to Kissimmee, 75 miles to Kissimmee. Kissimmee ist ein Ort in Florida. Und es hat mich irgendwie so gepackt, weil da immer to Kissimmee, der Name klang toll mit 2S, 2M, 2E, dass ich dachte, Mensch, da müsste man einen Song draus machen. Da habe ich Volker angerufen und habe gesagt, du, lass uns mal einen Song machen aus Kissimmee, 25 miles to Kissimmee. So haben wir nachher auch das Album getauft. Und da jammt man halt einfach ein bisschen rum und irgendwann hat man eine Idee und denkt, oh ja, das passt gut dazu. Ist es inhaltlich, also gibt es bestimmte Genres, bestimmte Themen, mit denen ihr euch in den Songs gerne beschäftigt? Macht ihr gern politische Songs oder gern Liebessongs oder gerne Songs eben aus dem Alltag? Sowohl als auch. Also das Spektrum ist sehr, 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 sehr breit. Wir haben ganz in der Anfangszeit sehr viele politische Songs auch gemacht. Da gab es einen Song über Amerika damals noch, in 1992, 1993, genau. Dann gab es noch einen Song über Rechtsradikalismus, über dieses, wobei wir neulich erst drüber geredet haben, eigentlich sollte man den noch mal auflegen, weil der leider dann doch wieder, ähnlich wie dieser Pur-Song auch, an Aktualität gewinnt. Und ja, und dann natürlich aber Liebeslieder, dann hat man seine Erfahrung auf dem eigenen Lebensweg, dass die Eltern gehen, dass man sich damit befasst, dass man sich überhaupt mit dem Leben befasst, mit der Endlichkeit des Lebens, mit der Frage nach dem Warum, Wieso, Weshalb, warum gibt es mich, wo gehen wir alle hin, mit dem sich bewusst werden über dieses unglaubliche Geschenk, was wir alle in den Händen halten, dass wir jetzt hier sitzen heute Abend und dass wir uns über so unsinnige Dinge manchmal den Kopf zerbrechen, ohne uns darüber bewusst zu sein, wie schön und wie einfach eigentlich das Leben sein kann, wenn man es nur richtig einpackt. Wie viele solcher Denkansätze braucht es, um dann am Schluss ein ganzes Album zu produzieren, wie es im Moment macht? Also wie viele Songs schreibst du, um dann am Schluss 10, 12, wie viel ist drauf auf so einem Album? Irgendwas in der Größenordnung wahrscheinlich. Wir haben eigentlich echt ganz wenig Ausschuss. Also ja. Wir schreiben auch nicht nur Songs, sondern haben, Volker hat eine Familie mit zwei Söhnen, ich habe eine Familie, drei Kinder, auch einen Freundeskreis. Wir versuchen unser Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir von der Musik leben dürfen können. Mhm. Aber es gibt auch noch andere schöne Dinge nebenher. Und deshalb sind wir nicht so die Arbeitstiere, sage ich mal, dass da jeden Tag irgendwie ein neuer Song rauskommen muss, sondern wir warten einfach, bis die himmlische Schwingung kommt, bis uns die Göttin der Musik küsst und dann gibt es ein neues Lied. Und allerdings habe ich heute Nachmittag bei diesem neuen Song, die Songs entstehen eigentlich immer zuerst mal, zum großen Teil zuerst mal ohne Text, mit so einem Pinning-English, der dann so ein bisschen nach Englisch klingt. Und
die Schwierigkeit ist immer dann hinterher, dass man dieses Puzzle zusammensetzt und ich weiß dann oftmals noch gar nicht am Anfang, von was der Text handeln soll. Muss mich dann hinsetzen, durchaus mal 2 oder 3 Tage im Stück und habe dann ein paar so Klangbilder, ein paar so Eckpfeiler an einem Text, um den herum ich dann den eigentlichen Text stricke. Das überrascht mich. Ich hätte jetzt erwartet, du schreibst einen Text und guckst dann, ist es ein fröhlicher Text, ist es ein ruhigerer Text und schreibst daraufhin die Musik. Nee. Meistens ist die, also es gab es auch schon, dass der Text vorher fertig war, aber zu 90% ist die Musik zuerst da, mit so einer Mischung aus, also Musik heißt die Harmonien und die Melodie. Mhm. Und die Melodie besteht aus irgendeinem so Fantasie-Englisch, das natürlich schon ein paar, wie ich gerade gesagt habe, schon so ein paar Worte Mach's hat. Die. Vor. Ich habe es heute Nachmittag praktiziert und habe dann daraufhin gesagt, oh scheiße, jetzt muss ich schon wieder einen Text schreiben. aber das macht auch schon, das ist so eine Reise, die teilweise sehr unangenehm sein kann, weil man dann wirklich vorm leeren Blatt Papier sitzt und nicht so richtig weiß, oh Gott, mir fällt nichts ein. Und irgendwann macht es dann aber Klick und dann ist plötzlich was da. Das ist so ein bisschen, ich kann mir die Situation vorstellen, dass wenn man so im Auto fährt und man hört einen Song, den mag man, man kennt den Text nicht, aber man versucht trotzdem mitzusingen. Da kommt ja auch so eine Kunstsprache bei raus. So ein genau. Manchmal, Agathe Bauer. Ne? Ja, genau, sowas. Agathe Bauer! Du hast gesagt, ihr wartet, was die Musik angeht, auch so ein bisschen, bis du von der Muse geküsst wirst und bis irgendwie sowas passiert, ne? Weil ihr auch in einer komfortablen Situation seid, weil Lemon Tree heute noch so viel Geld abwirft? Naja, so viel. Ich habe ja gerade vorhin gesagt, wir waren noch sehr grün hinter den Ohren. Dementsprechend haben wir damals auch Verträge unterzeichnet, die uns jetzt nicht diese Luxusvilla in Malibu ermöglichen, sondern ich will mal sagen, wir haben nach wie vor. Lemon Tree bildet nach wie vor eine schöne, solide Basis, aber nicht nur Lemon Tree, es sind ja inzwischen 10 Alben und ganz viele Songs und auch andere Songs, die irgendwie verkoppelt wurden in Werbungen, in Filmen und also ein ganz berühmter, wo die meisten Leute nicht wissen, also von uns ist die Titelmelodie von einer Sendung, zu der sich viele Menschen nicht bekennen, dass sie kennen. Nämlich? Die heißt Schwiegertochter gesucht. Das ist die Titelmelodie von genau, euch? Genau, da, genau. Ach, ich kenne die Sendung. Du kennst die Sendung? Ich stehe da auch dazu. Ja, ich schaue auch manchmal, wenn ich mal so einen Tag frei habe, ne, und zu Hause liege auf der Couch, ich schaue da auch rein und dann ist es so ein bisschen bei mir wie so ein Unfall. Ich will dann da gar nicht hingucken, aber ich komme dann auch nicht mehr weg und dann hänge ich da. Kenne ich auch. Ja. Ich bin auch bekennender Schwarzwaldklinik-Fan gewesen. Wie kommt es, dass da die Titelmelodie von euch ist? Na, wir hatten das Album veröffentlicht 2005, Ready for the Real Life, da ist der Song drauf und da hat der Verlag, da gab es so ein Pitching, da gibt es ja immer dann die Fernsehstation, die dann bei den Verlagen irgendwie fragen, habt ihr vielleicht einen Song, der in diese oder diese Richtung geht? Die damalige Frau, die dafür verantwortlich war, hat unseren Song da eingereicht und die fanden den gut und wollten den in der Pilotsendung einsetzen und da hat er wohl so gut getestet, dass sie den genommen haben und der läuft jetzt seit 12 Jahren im Hintergrund von dieser Sendung. Und wir merken es tatsächlich auch live, dass die Leute dieses Lied kennen. Also es gucken mehr diese Show an, als sie es zugeben. Als es zugeben würden, ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Kriegt ihr dann jedes Mal, wenn diese Sendung läuft und euer Song, oder wenn wir nochmal zu Lemon Tree zurückschauen, jedes Mal, wenn irgendwo in Deutschland auf der Welt jemand diesen Song im Radio spielt, klingelt dann sozusagen bei dir die Kasse und kommt dann jedes Mal irgendwie, zack, da ist wieder was. Oder ja, da klingelt die Kasse, und jetzt weiß ich aber, wo ich einen Faden verloren habe, da klingelt die Kasse, aber ich kann dir nicht sagen, in welcher Höhe. Das sind wirklich kleine Centbeträge, die sich natürlich akkumulieren. Mhm. Dadurch, dass es überall läuft auf der Welt, ist es schon so, dass es eine Basis bildet. Aber wir hatten 1994 unseren Verlagsvertrag unterschrieben mit einer kleinen Firma aus Stuttgart und zu einer Zeit, als wirklich niemand was von uns wissen wollte. Und wir waren damals ganz glücklich, yippie, wir haben einen Verlagsvertrag, endlich. Und da stand drin, weltweit vertritt die Rechte weltweit oder tritt die Rechte weltweit ab. Und wir haben das Wort weltweit gelesen und das hat uns natürlich sehr imponiert. Weltweit, toll, ohne uns darüber bewusst zu sein, dass dieses weltweit
was es von der Auswirkung haben wird. Aber diesen Musikverlag, sagtest du doch, gibt es gar nicht mehr. Wer kriegt dann die Kohle? Wo den geht die hin? Nicht mehr. Das wurde an die EMI verkauft damals. Und EMI ist aber inzwischen, gibt es inzwischen auch nicht mehr. Das liegt jetzt alles bei Sony ATV. Mhm. Und die partizipieren davon dazu mit ihrem Prozentsatz. Mhm. Und wir natürlich auch. Aber dadurch, dass Folger und ich so ein Gentleman Agreement getroffen haben, ganz am Anfang, dass wir uns alles, was unseren Fool's Garden verlässt, teilen wir durch zwei. Also so Lennon McCartney, klassisches Songwriting, hält dann jeder von uns 30% von den Rechten. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf heute schauen, ihr arbeitet im Moment an einem neuen Album. Mhm. Mittlerweile kaufen, ich kann nur von mir sprechen, ich kaufe nicht mehr so viele CDs, ja. Ich höre mehr Musik im Internet. Ich bin der Letzte, der jetzt das Internet verteufeln würde, weil ich bin da sehr viel unterwegs. Lässt sich damit noch Geld verdienen? Also im CD-Verkauf, nee, im Live-Bereich verkauft man noch CDs, ne? In den Läden sieht man ja auch, wenn man in so einen Saturn oder in einen Mediamarkt geht, dass diese CD-Abteilung echt total zusammengeschrumpft sind. Da steht ja fast nichts mehr drin. Ich finde jetzt, dass es für die Künstler oder Musiker an sich gar nicht so tragisch ist, weil die eh schon immer relativ wenig abbekommen haben von so einem CD-Verkauf. Den Großteil von einer CD hat die Plattenfirma verkauft. Ich kann da auch gern so bei uns das Beispiel nennen, wie das war. Wir hatten mit der Intercord damals einen Vertrag. Wir haben pro verkaufte CD 2,50 Mark bekommen als Band. Davon gingen dann 20% ins Management ab und die restlichen 2 Mark, die haben wir uns geteilt. Da hatte dann jeder 40 Pfennige pro CD. Und wenn man mal kurz hochrechnet, dann muss man schon wirklich viel CDs verkaufen, um davon reich zu werden. Aber ihr habt viele CDs verkauft. Ja, wir haben viele CDs verkauft. Das war dann mal schnell irgendwie für jeden damals zu. Ich hoffe, ich trete jetzt meinen Kollegen nicht zu nahe, aber in dem einen Jahr so irgendwas um die 200.000 D-Mark, was jeder gekriegt hat, aber vor der Steuer. Und dann kommt natürlich das Finanzamt, schlägt zu. Im ersten Rausch kauft man sich dann ein neues Auto, tilgt irgendeinen Kredit, den die Mama noch laufen hat. Und dann kommt das Finanzamt, im nächsten Jahr kommt es gleich wieder und möchte die Vorauszahlung haben, dann ist das Geld auch gleich wieder weg. Also da muss man echt schon aufpassen. Aber da wir aus dem Baden-Württembergischen kommen, waren wir dann nicht ganz so verschwenderisch und haben. Das heißt, keine Villa hast du vorher schon gesagt, bei dir auch kein dickes Auto, das du dir gekauft hast. Oder gab es schon irgendeinen Traum, den du dir damals dann erfüllt hast? Ich glaube, ich habe den Großteil meines Geldes verfressen. Wenn es ein Traum war. Ich bin, ganz ehrlich, ich war mit 15, da waren meine Freunde, die haben alle schon eine Lehre gemacht und wir hatten im Nachbarort so eine Pizzeria, da hat eine Pizzeria aufgemacht, 1978 muss es gewesen sein. Ich hatte damals 10 Mark Taschengeld die Woche und meine Freunde, die haben alle schon irgendwie, was weiß ich, 300 Mark verdient durch ihre Lehre. Und der Einzige, der sich eine Pizza Quattro Stagioni bestellt hat, war ich. Ich konnte mich da nie beherrschen. Meine Oma hat immer schon gesagt, Mensch, Bu, du musst doch sparen lernen. Sprich, ich habe mein Geld immer rausgedonnert, so ähnlich wie dieser Fußballer, der da mal gefragt wurde für, wo ist das ganze Geld bei Ihnen geblieben, der dann sagte, die eine Hälfte habe ich für Frauen und Autos ausgegeben und die andere Hälfte, die habe ich verprasst. Recht. Ja. Nee, ich habe auch ein Haus, das abbezahlt ist und meine Kinder haben immer zu essen gehabt und wir haben schön Urlaub gemacht und so, aber ja, wir haben einfach gelebt. Aber nicht und der nicht große wirklich. Traum, irgendwie Porsche, sonst irgendwas. Hatte ich auch noch gar nicht, ganz ehrlich. Ich sehe das nach wie vor als ein Fortbewegungsmittel. Und ich finde viel wichtiger, dass man die Zeit, die man hat, so schön gestaltet, dass man am Ende des Tages zurückblickt und sagt, ja, der war es wert, dieser Tag. Ein schönes Schlusswort, wobei ich noch gerne wissen will, wann sind kommt wir schon fertig? Ja. Schade. Wann kommt das neue Album? Na, in der zweiten Jahreshälfte, wir haben uns jetzt ein Ziel gesetzt, bis Ende März soll es fertig sein und dann müssen wir einfach noch ein bisschen die Werbetrommel rühren dafür. Sehr gerne auch bei uns. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute Abend da warst und vielleicht auch wiederkommst. Sehr gern. Und sag einmal hier zum Wohle vielen Dank an Sie und vielen Dank an Sie, Peter Freudenthaler, Sänger und auch Songschreiber von Fool's Garden. Heute Abend bei Alphandine mit der nächsten Woche. Bis dann. Schönen Abend. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Zum Wohl. Ja. Ich hätte gern hier noch eine Unterschrift.
war so ein bisschen informativ. Auf ein Bier. Wenn Sie noch Fragen haben, dürfen Sie gerne. Für wen darf ich da? Mach, könntest